Wir sind vom Bundesvorstand der Partei der Romanisten. Mein Kollege Felix Bölter ist Mitglied im Bundesvorstand und ich bin Generalsekretär. Wir wurden heute Abend freundlicherweise eingeladen, um die Partei vorzustellen und vor allem um das Thema Säkularisierung zu behandeln. Wir wurden darum gebeten, dass wir die Präsentation eher kurz halten. Das heißt, wir werden uns maximal mit 30 Minuten mit uns selbst aufhalten mit dieser Präsentation und wollen sehr früh in die Diskussion und in die Fragerunde und einfach in das Gespräch reingehen. Das heißt, in dieser kleineren Runde kann man das auch sehr gut machen. Ist vielleicht auch angenehmer, wenn man weiß, wenn man die Fragen stellen kann, die einen wirklich unter den Fingern brennen. Es ist ja auch so, dass die meisten von Ihnen von der Partei sicher irgendwie mal gehört haben oder vielleicht mal irgendwo auf der Website waren oder vielleicht was darüber gelesen haben. Andere vielleicht weniger. Ich werde die Eckdaten und die Meilensteine der Partei kurz umreißen. Wer sind wir? Seit wann gibt es uns? Was machen wir eigentlich zurzeit? Und was haben wir vor, dass ihr euch hier eigentlich? Was bevorzugen Sie denn? Wir duzen uns auch. Ja, ihr duzt euch. Das ist super. Großartig, danke. Wir duzen uns auch immer intern. Das ist, glaube ich, üblich. Also dass ihr einfach ein allgemeines Bild davon bekommt, mit wem ihr es ungefähr zu tun habt. Ich würde meinen Teil zuerst etwa auf 10 Minuten halten. Felix wird dann das Thema Säkularisierung vorstellen. Das heißt, er wird erklären, was sind unsere Standpunkte, Positionen, Ziele beim Thema Säkularisierung. Das ist ja auch Thema oder Hauptthema heute Abend. Darüber wollen wir hauptsächlich reden. Und ich werde dann anschließend nochmal kurz das Wort eingreifen und würde gerne auf die Frage eingehen, in welchem Zusammenhang oder in welchem Verhältnis stehen wir von der Partei eigentlich mit anderen humanistischen oder artistischen Organisationen, also GPS, HVD, IPCA und so weiter. Und vor allem, warum gibt es uns eigentlich? Ja, warum die PDH? Wozu ist das gut? Warum haben wir entschieden, warum waren wir der Meinung, dass wir uns nicht zum Beispiel in anderen Parteien organisieren sollten, bei den säkularen Grünen oder bei den Laizisten in der SPD? Warum haben wir diesen Weg gewählt? Darauf würde ich auch gerne kurz eingehen, bevor wir in die Diskussion gehen. Danach ist das alles offen, denke ich mal, und ihr könnt Fragen stellen, die euch interessieren, zur Säkularisierung oder zur Partei. Wir versuchen, alle Fragen hier vernünftig zu beantworten. Gut, dann würde ich direkt mal loslegen. Die Idee der Partei, die hatten ja schon einige Humanisten, welche die mit der Partei zu tun haben und welche die gar nichts damit zu tun hatten, die ist immer wieder mal überall aufgeploppt, weil natürlich viel Unzufriedenheit herrscht gegenüber den etablierten Parteien, die alle wahrgenommen werden als Kirchenparteien im Grunde. Das heißt nicht nur CDU, CSU, sondern inzwischen auch Grüne, inzwischen auch SPD, inzwischen auch Linkspartei, wurde ja vorhin erwähnt. Da wird man unzufrieden zurückgelassen, auch von den Parteien, von denen man da eine liberalere Einstellung erwartet oder eine säkularere Einstellung erwartet. Und deswegen ist immer wieder auf diese Idee gekommen, die Partei zu gründen. Die hatten auch einige Leute bei uns. Und es war auch so, dass vor 3-4 Jahren, als diese Idee zum ersten Mal aufkam, andere Namen da waren, andere Gesichter da waren, andere Personen das betrieben hatten. Es gab also viel Wechsel. Aber am Ende haben sich etwa 15 Leute zusammengefunden am 4. Oktober 2014 in Berlin, um die Partei dann endlich zu gründen. Wir hatten aber auch schon eine große Gruppe hinter uns an Sympathisanten, die gesagt haben, wenn das vorangeht, dann möchte ich beitreten. Das heißt, wir waren da nicht ganz so ein kleines Häuflein. 4. Oktober 2014, das heißt, wir sind jetzt ziemlich genau ein Jahr alt geworden, vor wenigen Tagen. Wir sind noch nicht ganz aus den Windeln raus, wir arbeiten noch daran, irgendwie aufs Töpfchen zu gehen. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr, Anfang nächsten Jahres noch irgendwie werden, darauf gehe ich nachher noch ein bisschen genauer ein. Wir sind jetzt auch etwa 100 Mitglieder. Am stärksten sind wir vertreten in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Das überrascht viele, andere wiederum nicht. Wir haben gedacht, dass das im Norden, vor allem Richtung Berlin, besser funktioniert, aber tatsächlich, vielleicht liegt es am Leidensdruck, bekommen wir hier unten mehr Mitglieder. Die aktivsten sind in Baden-Württemberg und Bayern und die werden jetzt auch demnächst angehen, um Landesverbände zu gründen. Das heißt, wir haben 2 Treffen jetzt im Oktober. Wir treffen uns am 30. Oktober in Stuttgart zum Beispiel, die Baden-Württemberger, die dort eine Arbeitsgruppe gründen werden, um die Landesverbandsgründung vorzubereiten. Da geht es natürlich viel darum, genug aktive Mitglieder zusammenzubringen, die auch dann Verantwortung übernehmen würden. Man braucht mindestens 5 Personen im Vorstand, 3 im Ratsbericht. Das ist also nicht trivial. Aber wir sind da professionell aufgestellt und haben da einen guten Plan und werden wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres das auch umsetzen, dass wir dort Landesverbände haben.
und peilen auch für NRW an, dass wir nächstes Jahr dort einen Landesverband hinkriegen und generell von der Mitgliederzahl her wachsen. Uns gibt es also ein Jahr, aber zu wenige haben noch von uns gehört und das hat einen gewissen Grund. Wir waren am Anfang sehr stark mit uns selbst beschäftigt. Das heißt, wir hatten natürlich verbindende Elemente. Wir waren alle Humanisten in gewisser Weise, waren in anderen humanistischen Organisationen aktiv und sind es immer noch. Da gibt es also große Schnittmengen und uns hat das Thema Säkularisierung natürlich stark verbunden. Aber wir hatten noch kein vollständiges humanistisches und auch kein vollständiges politisches und organisatorisches Profil. Und wir dachten, wir wollen keine Ein-Themen-Partei sein, wir wollen nicht die atheistische Partei, die sich nur für Trennung von Staat und Kirche einsetzt, sondern wir wollen eine Vollprogrammpartei sein, die zumindest potenziell langfristig wachsen kann und alle humanistischen Themen vertreten kann oder besser gesagt eine humanistische Perspektive auf allen Themenfeldern angehen kann, eine weltliche, säkulare Perspektive auf allen Themenfeldern, von Innenpolitik bis hin zur Außenpolitik, Wirtschaft, oder eben auch Säkularisierung, was natürlich unser Kernthema ist. Ja, das hat einige Monate gedauert und das Ergebnis war dann Mitte März 2015, nämlich neben dem Grundsatzprogramm mit 28 verschiedenen Themenfeldern, unser Leitbild. Das Leitbild hat die Funktion, dass wir darin unsere Weltanschauung konkret darstellen. Es ist ja so, wenn man sagt, wir sind Humanisten, dann verstehen die Leute durchaus sehr verschiedene Dinge darunter und können sich auch verschiedene politische Ziele darunter vorstellen. Wir wollten das konkret definieren, was bedeutet das für uns, was heißt Humanismus für uns. Wir sagen nicht, wir sind die wahren Humanisten, sondern wir sagen, wir sind die Partei der Humanisten und so stellen wir uns das vor. Wir wollten den Leuten klar sagen, wofür wir stehen und nicht nur mit einem Label, mit einer Marke herumwedeln, um möglichst viele Leute anzuziehen. Wir wollten inhaltlich und intern einen gewissen Konsens auch finden. Und wir wollten auch ein politisches Profil aufbauen. Das haben wir Mitte März beschlossen, mit eben dem Grundsatzprogramm. Und wir haben dann erst angefangen, nach außen zu kommunizieren. Das heißt, wir sagten, wir sind jetzt intern im Reinen mit uns sozusagen. Wir wissen, was wir sind und was wir wollen und wohin wir wollen. Wir gehen jetzt nach außen und präsentieren uns. Wir versuchen, Leute zu erreichen. Und zwar vor allem und zuerst die in der humanistischen Szene. Es ist eine überschaubare Gruppe, also zumindest von denjenigen, die aktiv sind in humanistischen Gruppen oder auch Veranstaltungen oder Organisationen, Vereinen. Das sind ein paar Tausend, die da zusammenkommen. Und wenn man mehrere Veranstaltungen im Jahr besucht in ganz Deutschland, dann trifft man irgendwann auch immer dieselben Gesichter. Aber das ist ein Prüfstein für uns, weil wenn wir Humanisten erreichen können, dann wissen wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist unser nächstes Publikum sozusagen. Wir wurden netterweise eingeladen beim Internationalen Atheistischen Kongress in Köln, das war glaube ich im Mai, von der IPCA und das war ein sehr kleines Publikum, aber das war ein sehr internationales und vor allem auch prominentes Publikum. Das heißt, da war eben Michael Schmidt-Salomon zum Beispiel dabei. Das hat für uns natürlich Bedeutung, mit ihm mal in Kontakt zu kommen und zu fühlen, wie sieht er das grundsätzlich. Wir sind also da zum ersten Mal an die Öffentlichkeit gegangen, konnten auch wichtige Personen zum ersten Mal direkt erreichen, mit ihnen sprechen. Wir haben auch sehr viele Sympathisanten und Unterstützer dort gewonnen. Nicht alle von ihnen sind Parteimitglieder geworden, das ist klar. Viele sagen, ich finde es interessant, was ihr macht, aber ich kann nicht Parteimitglied werden, weil meine Position nicht natürlich parteineutral bleiben muss. Viele haben gesagt, ich versuche euch hier und da ein bisschen zu unterstützen, aber ich kann kein Parteimitglied werden. Das liegt eben daran, wenn man eben eine Stiftung leitet oder eine Redaktion leitet, da kann man nicht einfach mal offene Partei bewerben oder dort Mitglied werden. Andere jedoch, wir haben zum Beispiel den Gerhard Ramp getroffen, der beim Bund für Geistesfreiheit in Augsburg engagiert ist, der dort auch einen Vortrag gehalten hat, der wenige Tage später Mitglied geworden ist und der jetzt mit anderen Mitgliedern daran arbeitet, in Bayern einen Landesverband zu gründen. Uwe Lehnert ist bei uns, das ist sicherlich auch ein Begriff. Und viele weitere Personen, die im GDS-Beirat sitzen, oder in anderen Organisationen aktiv sind. Genau, das ist unser aktueller Status. Was wollen wir jetzt eigentlich tun? Was ist unsere Zukunft? Wir hatten jetzt einen zweiten außerordentlichen Parteitag im September und da ging es zu 90% darum, die Satzung auszubauen. Wir wollten uns organisatorisch so aufstellen, als Management-Fuzzi sagt man da, dass wir skalierbar sind. Das heißt, dass wir auf Wachstum vorbereitet sind und auch auf Wachstum orientiert sein können. Das ist wichtig, weil wir können natürlich
eine lustige Truppe sein, die miteinander gut klarkommt und Spaß hat und so weiter. Aber wenn man politisch wirklich Gewicht haben will, wirksam werden will, wahrgenommen werden will, wenn man wirklich regelmäßig auch bestimmte Aktionen durchführen will, dann braucht man viele aktive Mitglieder. Wir sind, wie gesagt, bei etwa 100 Mitgliedern jetzt. Es sind viele, die noch überlegen. Es ist auch nachvollziehbar, weil man beobachtet das. Ne? Man denkt sich, es könnte auch ein Haufen Irre sein, denen nach 2 Monaten die Luft ausgeht oder die mit irgendeinem Blödsinn daherkommen. Hat man einfach schon alles erlebt. Deswegen beobachten uns sehr viele mit einer gewissen Distanz, aber auch mit einer gewissen Sympathie. Und die wollen wir davon überzeugen, dass wir es ernst meinen. Dass wir nicht irgendeine Facebook-Labertruppe sind, sondern dass wir wirklich Energie und Zeit reinstecken, dass das, was wir machen, Hand und Fuß hat und dass wir wirklich langfristig hier etwas aufbauen wollen. Wachstum ist deshalb wichtig, wie gesagt, weil wir viele aktive Mitglieder brauchen, die mitarbeiten. Wir haben zwar finanziell schon ein gewisses Polster, das heißt, Geld ist jetzt im Moment gar nicht das Problem, sondern Leute, die das auch in vernünftige Projekte umsetzen können. Und deswegen haben wir jetzt alles, was wir getan haben, darauf orientiert, dass wir Mitglieder gewinnen. Das heißt, wir zielen ab, dass wir in ein paar Jahren bei 5.000 bis 10.000 Mitgliedern ankommen. So, das ist ungefähr der Bereich, wo man ernst genommen werden kann, wo man wirklich was Ernsthaftes bundesweit betreiben kann und auch lokal in den einzelnen Regionen sichtbar und aktiv wird und etwas tun kann. Das ist mit 100 Mitgliedern einfach nicht zu machen. Die meisten sind berufstätig und so weiter, kennt man. Wir haben jetzt auch den Schritt gemacht und werden den Schritt machen, dass wir unsere Kommunikation über die humanistische Szene hinaus erweitern. Wir haben jetzt einen Pressesprecher eingestellt, der wird jetzt ein Konzept erarbeiten, eine Strategie und wird ein Team aus Presseleuten erarbeiten, hauptsächlich Praktikanten, Studenten der Politologie und der Journalistik und der Soziologie, die Praxissemester eben brauchen und die da mitarbeiten wollen. Und der wird mit ihnen zusammen ein Team aufbauen, das permanent arbeitet, das vielleicht auch bald ein Büro beziehen wird, um wirklich regelmäßig bundesweit sichtbar zu werden bei den Mainstream-Medien, wie man so schön sagt. Das meine ich jetzt nicht im abwertenden Sinne, aber wirklich bei den einschlägigen Medien, bei den einschlägigen Kanälen sozusagen. Das heißt, wenn die Badische Zeitung einen kleinen Absatz über uns veröffentlicht, ist das toll, da freuen wir uns. Da machen wir vielleicht auch Sekt auf, haben wir aber nicht gemacht. Aber wir wollen natürlich bei Spiegel Online erscheinen, wir wollen bei Zeit erscheinen, vielleicht sogar in den Printausgaben. Das ist da, wo wir ankommen wollen. Selbst wenn es nur eine kleine Erwähnung ist, ist das schon ein Riesenschritt, weil, und darauf komme ich später ausführlicher zurück, jetzt geht es erstmal darum, in der Gesellschaft wahrgenommen zu werden, dass die Gesellschaft oder die Menschen, die Öffentlichkeit versteht, da gibt es nicht nur ein paar Atheisten, die irgendwelche Sachen ab und zu mal machen, die man vielleicht mal in der Talkshow wahrnimmt, sondern da sind Menschen, die haben wirklich ein Anliegen und das ist ihnen wichtig genug, dass sie hier zusammenkommen, eine Partei gründen, Zeit und Energie investieren und Positionen erarbeiten und sie vertreten. Das ist eine relevante Bewegung. Das ist mein Aufhänger für meinen zweiten Teil, aber ich würde jetzt an Felix übergeben. Ich fange mal an mit dem wichtigsten. Das sind die Staatssubventionen und Geldleistungen. Ein Thema, was uns vermutlich maßgeblich zusammengeführt hat und was auch die allermeisten hier umtreiben wird. Insgesamt 17,3 Milliarden Euro, das ist der Wert aus 2014 ungefähr, sind an Staatssubventionen geflossen, entweder als direkte Zuschüsse oder als Verzicht des Staates auf Einnahmen, die ihm eigentlich zustehen würden, wenn man denn unsere Positionen annehmen würde. 17,3 Milliarden Euro, darunter Leistungen für den Religionsunterricht an staatlichen Schulen, auf den ich noch eingehen werde, für kommunale Zuschüsse, für Bauleistungen und Ähnliches, für Denkmalpflege, für die Einzugsersparnis der Kirchensteuer, die den Kirchen abgenommen wird, für Gehälter, Pensionen und die Ausbildung von Theologen und für ähnliche Leistungen. Und dazu kommen nochmal ungefähr 50 Milliarden Euro, die nur an die Diakonie und die Caritas fließen, von denen die Kirche 2% Eigenleistung aufnimmt, die anderen 98% bezahlt der Staat. Nur mal zum Vergleich, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Diese Summe, die da zusammenkommt, das sind also 67,3 Milliarden Euro, die entsprechen ungefähr, sogar noch mehr eigentlich, aber ungefähr dem Haushaltstiteln vom Bundeshaushalt 2015 aus dem Bereich Verkehr und Infrastruktur, Bildung und Forschung, Gesundheit, Familie und Wirtschaft und Energie zusammen. Diese, was sind es, 5 Ressorts, kommen auf 66 Milliarden Euro. Die Kirche bekommt immer noch mehr als das. Jedes Jahr vom Staat rübergereicht. Das ist der erste große, wirklich große
Themenbereich, an den wir ran wollen und der eben nur auf politischer Ebene angegangen werden kann, neben der Lobbyarbeit, die viele wichtige Organisationen in Deutschland tun und die das in die öffentliche Wahrnehmung rücken wollen. Die Initiative Stopp die Kirchenfinanzierung ist da ganz vorne mit dabei, mit dem Carsten Frerk an vorderster Stelle, der da ganz versiert in der Thematik ist. Von dem stammen auch ein Großteil der Zahlen. Aber das ist in Sachen Säkularisierung einer der Punkte, die bei uns ganz, ganz oben stehen und an die wir dringend ran wollen, wie es auch in unserem Grundsatzprogramm im Bereich Säkularisierung gleich als erstes mit aufgeführt wird. Das nächste Thema, das uns umtreiben würde, wäre das kirchliche Arbeitsrecht, was immer noch als sogenannter dritter Arbeitsweg verfassungsfest den Kirchen zugesprochen wird, also die Möglichkeit, abseits jeglicher Diskriminierungsverbote und arbeitsrechtlicher Maßgaben bis in den intimsten Privatbereich ihrer Mitarbeiter hinein zu regeln, wiederverheiratete oder bekannt homosexuelle Mitarbeiter zu kündigen und diese Entscheidung auch noch gerichtlich, höchstgerichtlich bestätigt zu bekommen. Das ist das nächste große Schlachtfeld, in Anführungszeichen, in das wir ran wollen, um dort diese Sonderregelung, die im Moment ausschließlich die beiden Großkirchen betreffen, abzuschaffen, weil das offensichtlich diskriminierend ist und offensichtlich eigentlich im Geiste des Zeitgeistes nicht mehr vertretbar ist und aus der Verfassung rausgehört. Dann das nächste große Thema wäre die weltanschauliche Neutralität des Staates endgültig und konsequent durchzusetzen. Auch das hat eigentlich Verfassungsrang. Mit dem Artikel 140 unseres Grundgesetzes wurden einige wenige Artikel der alten Weimarer Reichsverfassung weiterhin in die neue Verfassung mit übernommen. Und einer dieser Artikel lautet, es besteht keine Staatskirche. Aus diesem Satz heraus wird diese weltanschauliche Verpflichtung zur Neutralität abgeleitet, die der Staat eigentlich haben sollte und aber in vielen Themenbereichen immer noch ignoriert. Darunter fallen zum Beispiel der erwähnte Religionsunterricht an staatlichen Schulen mit vom Staat bezahlten Lehrkräften aus dem kirchlichen Umfeld, mit staatlichen Geldern, die aufgewendet werden für die Unterrichtsmaterialien, für Ausflüge an irgendwelche Wallfahrtsorte, für die Ausbildung der Lehrer, die Weiterbildung zu Religionslehrern an speziellen staatlichen kirchlichen Akademien, die aber auch vom Staat bezahlt werden. Dazu gehört aber ebenfalls die theologischen Fakultäten und Konkordatslehrstühle an staatlichen Universitäten, die aus diesem akademischen Umfeld dringend herausgehören und ebenfalls staatlich bezuschusst werden, was aus unserer Sicht also dringend hinterfragt und abgeschafft gehört. Weiterhin religiöse Symbole, die sich immer noch in staatlichen Einrichtungen finden, in Gerichten, in Schulen, in Krankenhäusern ganz massiv, wenn diese in kirchlicher Trägerschaft sind. Auch da wollen wir ran, weil es nicht sein kann, dass da Kirche draufsteht, wenn Staat drin ist, rein finanziell. Und auch ein Thema, das viele umtreibt, auch wenn man meinen könnte, das ist nicht so entscheidend, aber der Gottesbezug in Verfassungen, in der Präambel unseres Grundgesetzes und in einigen anderen Landesverfassungen stört uns und auch das werden wir in Angriff nehmen, weil auch dort offensichtlich die immer noch herrschende Religion hier bevorzugt wird, obwohl der Staat sich neutral aufzustellen hätte. Das sind also Themen, die sowohl Finanzen als auch die Rechtsgebung in Deutschland umfassen und wo wir als Partei meinen, einiges bewegen zu können. Und da gibt es noch ein paar weitere Themen, wo wir meinen, als Partei, die irgendwann mal soweit kommt, dass sie öffentlich wahrgenommen wird zumindest und humanistische Ideale und Ideen in die Parteienlandschaft tragen kann, dass wir da einige althergebrachte Einstellungen und Selbstverständlichkeiten ein bisschen aufrütteln könnten. Dazu zählen zum Beispiel die Rechtsstellung der Religionsgemeinschaften als nicht staatliche Körperschaft des öffentlichen Rechts. Auch das ist derzeit qua Verfassung geltendes Recht und ist in Ordnung so, dass kirchliche und religiöse Organisationen einen öffentlichen Auftrag bekommen, Planstellen für staatliche Beamte bekommen und mit hoheitlichen Aufgaben betraut werden können und dafür die entsprechenden Staatsgelder abgreifen können. Den religiösen Lobbyismus im Bereich der Politik könnten wir entschiedener entgegentreten. Da geht es zum Beispiel um diese katholischen und evangelischen Büros an den Bundes- und Landesgremien, den Parlamenten, die dort ihre eigenen Lobbyisten abgestellt haben, offiziell mit einem seelsorgerischen Auftrag, den sie auch tatsächlich wahrnehmen, wenn da private Probleme für Politiker bestehen, sind die normalerweise einer der ersten Ansprechpartner. Aber daneben werden dort auch Ehen und
ähnliche Verbindungen gesegnet, da werden Kinder der Politiker getauft und diese Herrschaften von den Kirchen nehmen an, eben an Gesetzeslesungen teil und an den darauf folgenden Bundestag- und Landestagsdebatten. Die schreiben kirchlich motivierte Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen und sind in regem Austausch und in der Informationsgewinnung mit den Spitzenpolitikern dieses Landes, was aus unserer Sicht mehr als hinterfragenswert ist. Dazu zählt auch ein Arbeitskreis von Kirchenvertretern und eben unseren Bundesverfassungs- und Bundesgerichtshofsrichtern, die sich viermal im Jahr zusammensetzen und worüber auch immer reden, Mitarbeit oder Ähnliches beschließen oder ja, man weiß fast nicht, was sie tun, aber dass sie irgendwas zusammen tun, ist schon bedenklich genug. Und ein letzter Punkt, der uns umtreibt, wäre die tatsächliche Gleichberechtigung der Weltanschauungsgemeinschaften in Deutschland dadurch sicherzustellen, dass wir sämtliche Privilegien streichen, die ihnen derzeit zukommen. Es geht eben nicht, dass einige wenige Religionsgemeinschaften in irgendeiner Form durch den Staat privilegiert werden oder andere irgendwelche Leistungen nicht erhalten, einfach nur aufgrund von Mitgliederzahl oder irgendwelchen willkürlichen Merkmalen. Die einzige Möglichkeit, die wir für eine tatsächliche Gleichberechtigung sehen, ist eben, jegliche Privilegien abzuschaffen und überhaupt keine staatliche Bevorzugung mehr vorzunehmen. Nur so, meinen wir, kann auch der Pluralismus, der inzwischen an religiösen und weltanschaulichen Ansichten in Deutschland herrscht, gleichberechtigt wahrgenommen werden und im hoffentlich irgendwann größtenteils privaten Kreis ausgelegt werden, wo er eigentlich auch hingehört. Ja. Was wir bis dahin oder zu diesen Themen bis jetzt gemacht haben, war mit einigen Veröffentlichungen, unter anderem inzwischen über den HPD, den Humanistischen Pressedienst, zumindest an die Öffentlichkeit zu treten und einen gewissen Kreis auch schon zu erreichen. Wir haben mehrere Artikel dazu veröffentlicht und geschrieben. Wir sind regelmäßig auf Facebook in einem inzwischen relativ großen Kreis unterwegs und machen auf uns aufmerksam. Wir haben die Petition zur Abschaffung des Blasphemieparagraphen, dem sogenannten, dem Paragraph 166 Strafgesetzbuch, damals ausdrücklich unterstützt. Und wir haben sowohl nach dem ersten Bundesparteitag diesen Jahres im März als auch nach dem außerordentlichen im September jeweils politische Sprecher für dieses Themenfeld Säkularisierung, als da es einen unserer Kernthemen darstellt, benannt, die sich unter anderem eben auf die politische Arbeit in den Themenfeldern, die ich gerade angerissen habe, konzentrieren, dort als zentrale Ansprechpartner der Partei zur Verfügung stehen und sich darauf konzentrieren, innerhalb der Partei, aber auch in der Außenwahrnehmung künftig Bemühungen zu bündeln, um in diesen konkret politischen Bereichen weiter vorwärts zu kommen, auf uns aufmerksam zu machen und in unserer Zielgruppe auf die bestehenden Missstände, die ich gerade nur anreißen konnte, aufmerksam zu machen, damit sich da irgendwann mal endlich was bewegt. Ja, damit würde ich zurück übergeben. Zunächst einmal möchte ich etwas kurz zu den humanistischen und atheistischen und konfessionslosen und wie sie auch immer alle heißen, Verbänden und Organisationen eingehen. Also wir haben da große Schnittmengen mit denen von unseren Mitgliedern her. Wir arbeiten mit denen auch unterschiedlich eng zusammen. Also zum Beispiel ein bisschen mehr mit GBS-nahen Organisationen, ein bisschen weniger mit dem HVD-nahen Organisationen, weil die natürlich jeweils unterschiedlich orientiert sind politisch. Wir sehen uns nicht irgendwie als eine zusätzliche Organisation oder als Konkurrenz zu diesen Organisationen, sondern wir sehen uns als ein zusätzliches Betätigungsfeld für Humanisten und für säkulare und humanistische Anliegen. Das heißt, diese Organisationen machen für ihre Ziele, ihren Zweck, ihre Arbeit aus unserer Sicht insgesamt sehr gut. Und sie sollen das auch weiterhin tun. Wir wollen aber dieses Thema eben nicht als, als NGO oder als Lobbygruppe oder als PR-Gruppe oder Think Tank, wie auch immer, in die Gesellschaft bringen, sondern wir wollen die säkularen und humanistischen Themen in die Politik bringen. Und am besten natürlich in die Parlamente. Das heißt, wir ergänzen die humanistischen Organisationen und hoffen da auf eine sehr gute Zusammenarbeit. Eine ganz andere Frage ist, wie wir damit umgehen, dass in anderen Parteien, vor allem bei den Grünen und bei der SPD, säkulare Arbeitsgruppen da sind, die innerhalb ihrer Parteien versuchen, diese Themen auf die Agenda zu setzen. Oder, anders formuliert, warum wir uns nicht in anderen Parteien engagieren, Grüne, SPD, teilweise auch FDP, auch bei den Piraten ist Säkularisierung ein Thema, die haben das sogar ein bisschen im Programm drinstehen. Das muss man natürlich alles anerkennen. Wir wollen auch nicht die Arbeit dieser Menschen, die dort engagiert sind,
als bedeutungslos betrachten oder kleinreden. Wir hoffen, dass in allen anderen Parteien diese Gruppen weiter ihren Tätigkeiten nachgehen und dass sie parteiintern Druck machen und denen klar machen, dass da Mitglieder sind, dass da Zielgruppen da sind, die sich für diese Themen interessieren, die sich dafür einsetzen, die da eine Veränderung wünschen, die da Abgrenzung auch wünschen zu sehr christlich orientierten oder konservativen Parteien. Bei uns sind aber Menschen zusammengekommen, die von diesen etablierten Parteien insgesamt enttäuscht sind, dass diese Parteien zu sehr als Kirchenparteien wahrgenommen werden, deren Spitzen vertreten zu sehr die Interessen der christlichen Kirchen und immer mehr auch die Interessen der muslimischen Organisationen, sind auch immer stärker mit den muslimischen Organisationen vernetzt und auch die Vernetzung mit den christlichen Organisationen nimmt stark zu. Das heißt, in unserer Wahrnehmung ist die Wirkung der Säkularen, der Laizisten innerhalb dieser Parteien sehr gering. Sie scheinen die einfachsten Dinge, bei denen gute Chancen bestehen würden, Sterbehilfe oder Beschneidungsgesetz, wenig auszurichten insgesamt. Sterbehilfe werden wir sehen, vielleicht tut sich da tatsächlich etwas. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen zusätzlich mit einer eigenen Partei daran. Jetzt kann man viel darüber diskutieren, was hat eine eigene Partei für Chancen und was haben Gruppen innerhalb von anderen Parteien für Chancen. Da kann man sicher unterschiedlicher Ansicht sein, aber es gibt einen grundsätzlichen Unterschied. Der Unterschied ist, wir sind unabhängig. Wir können also sehr kompromisslos und sehr eigenständig unsere Ziele formulieren. Wir müssen nicht auf unsere Partei Rücksicht nehmen, weil wir sind die Partei, die sich dafür einsetzt. Das ist eine. Also wir sind innerhalb unserer Partei die Mehrheit für diese oder fast alle für diese Positionen. Das heißt, wir können auch einheitlicher so agieren. Das zweite ist, dass wir mit einer Partei nach außen hin ganz anders auftreten können. Das heißt, während die anderen Gruppen stark nach innen in ihre Parteien wirken wollen, können wir als Partei viel stärker nach außen auftreten. Und nach außen eine sehr eigenständige und auch eine sehr kompromisslose, das ist vielleicht auch wichtig, Position vertreten bei diesen einzelnen Themen. Wenn man sich die Gründungen anderer Parteien anschaut, dann haben die, gerade die Piraten und die AfD, dann haben die es geschafft, politische Themen auf die öffentliche Agenda zu setzen, in die politischen Debatten zu bringen, die es vorher so nicht gab. Und zwar lange bevor sie es in irgendein Parlament geschafft haben. Die Piraten sind danach wieder abgestürzt, wie die AfD sich entwickeln wird, muss man sehen. Aber selbst wenn die AfD kurz vor jeder Wahl verschwunden wäre, hätte sie einfach eine Meinung und ein Thema und eine Ansicht in die politischen Debatten, in die Öffentlichkeit, in die Medien gebracht, die vorher von den anderen Parteien einfach nicht da war. Ich bin selbst bei den Piraten dabei gewesen, die wurden 2006 gegründet, waren 2009 weniger als 1000 Mitglieder und 2009 ist das ziemlich explodiert, die sind auf fast 20.000 Mitglieder dann gewachsen in sehr kurzer Zeit. Und 2009 gab es Netzpolitik-Themen, Vorratsdatenspeicherung, Internetzensur und viele andere Dinge, die in den öffentlichen Debatten nicht existiert haben, die bei den anderen Parteien nicht existiert haben. Das war einfach nicht da. Dass wenn heute wieder das Thema Vorratsdatenspeicherung in die Parlamente kommt und diskutiert wird, dass das nicht unbemerkt von der Öffentlichkeit passieren kann, sondern dass die großen Medien darüber berichten, dass die großen Fernsehsender darüber berichten, dass wenn man Facebook oder irgendwelche anderen Social Networks aufmacht, dass das dann tagesaktuell da behandelt wird. Das sind also gesellschaftliche Themen geworden, die vor den Piraten keine gesellschaftlichen Themen waren. Ich hoffe, dass jetzt inzwischen klar ist und dass es nicht mehr missverstanden wird, dass wir keine Ein-Themen-Partei sind. Das heißt, selbst wenn jetzt die Trennung von Staat und Kirche oder die Abschaffung der Kirchensteuer beispielsweise durchgeht, dann gibt es trotzdem viele andere Themen, für die wir einstehen können und für die wir weiterhin relevant sein werden. Weil selbst in einer Gesellschaft, in der die Kirchen komplett vom Staat getrennt sind, also in der alles das passiert, was Felix hier beschrieben hat, selbst in so einer Gesellschaft wird es so bleiben, dass die Kirchen und generell die Vertreter nicht weltlicher Ideologien sozusagen, dass sie versuchen, Lobbyarbeit zu betreiben und ihre Ansichten einzubringen. Die Sterbehilfe kann in einer religiösen Gesellschaft genauso wie in einer säkularen Gesellschaft ein Thema sein. Und in einem kompletten laizistischen Staat können trotzdem Kirchen und religiöse Organisationen das individuelle Recht auf das eigene Lebensende politisch beeinflussen. Das heißt, es wird immer eine humanistische Organisation, welcher Art auch immer, und wahrscheinlich eine Partei benötigt werden, um auch dagegenhalten zu können, dauerhaft. Wir sind nun mal eine Parteiendemokratie. Das heißt, es ist gut, wenn humanistische Organisationen die öffentliche Meinung beeinflussen und das tun die inzwischen sehr gut.
In den Umfragen sieht man, dass die meisten gegen das Bestattungsgesetz sind, dass die meisten für die Sterbehilfe sind. Was bringt einem, wenn man die öffentliche Meinung auf der eigenen Seite hat, wenn das nicht in die Parlamente getragen wird? Wenn es keine Partei gibt, die sagt, das nehmen wir mit, das vertreten wir jetzt in den Parlamenten, dort, wo Gesetze gemacht werden.